Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bios Tech Pack Minecraft! Yeah! Dem kleinen, ruhigen Let's Play mit mir, Herrn Okami. Und wir schauen mal, wie gesagt, was wir so ein bisschen treiben. Ich habe ja letzte Folge so ein bisschen über neue Ausrichtung auch über angedeutet, dass ich vielleicht mal wieder Minecraft PvP versuchen werde. Da könnt ihr mir wahrscheinlich besser helfen. Dieses Bed Wars, ist das eigentlich etwas, was gerne gesehen wird? Weil ich habe mir da jetzt mal eine Folge von geguckt. Ich finde es vom Prinzip her interessant und zumindest interessanter als Standard-PvP-Gebäsche. Und da, ja, ne? Punkt. Ist halt jetzt gerade so bei mir die Überlegung, ob ich vielleicht Bed Wars mal ausprobiere. Vielleicht kriege ich auch den Retschi dazu. Irgendeiner aus unserer Truppe hatte das, meine ich, sogar mal vorgeschlagen. Ich müsste nur dabei herausfinden, wer das war. Und ob dann sowas Interesse wäre, das wäre vielleicht mal so eine Frage, die ihr mir beantworten könnt. Jo, und ansonsten demnächst wieder auch Live-Streams, wenn ich soweit wieder kompletti tutti fit bin. So, jetzt komme ich jetzt am besten auf dich drauf, ohne mich hier lächerlich zu machen. Gar nicht! Mach dich hier je lächerlich. So, komme ich dran an dich? Komme ich rein? Ah, verdammt. Fuck. Ich. So. Und hoch und hopp. Und was war das denn? Ach, es war ein verschwindender Baum. Gerade schon Paras hier wieder. Da gibt es wieder Paras. Ja. Und ansonsten, was? Ach ja, an dieser Stelle auch mal vielen lieben Dank an den lieben Gott to Fail. Und ich, falls du hier reinschaust. Ich wünsche dir natürlich auch alles Gute. Erst jetzt für deinen Schulabschluss etc. pp. Beziehungsweise ist er nicht der Einzige. Es sind ja mehrere von euch, die da gerade schulisch durchstarten. Beziehungsweise auf Abschlüsse zugreifen und so weiter und so fort. Und da natürlich involviert sind oder Ausbildung angefangen haben und so weiter. Und hier vor Ort ganz, ganz viel natürlich auch in der Hinsicht letzte Zeit gelesen und mitgekriegt. Viel, viel Erfolg wünsche ich euch allen dabei. Und vielen Dank, Gott to Fail, dass du mich bei Mr. Trash Pack vorgeschlagen hast für den Kanal der Woche. Fand ich echt super. Und wie gesagt, wenn ihr solche Aktionen wisst, oder auch wenn ihr von anderen YouTubern, man kriegt ja selbst nicht viel mit, weil man kann gar nicht so viel überblicken. Wenn ihr von sowas wisst, wie zum Beispiel das andere Kanäle, dass man sich da mal bewerben kann, so wie Commander Kriegers, Next Padawan oder halt, ich glaube, Revienzeit hat sowas ja auch mal gemacht, oder halt jetzt Trash Packs Kanal der Woche, ihr dürft mich da jederzeit vorschlagen. Also A, ihr dürft mich vorschlagen und B, wenn es so irgendwas ist, wo ich mich mit einem Video bewerben müsste, könnt ihr mir das auch in den Kommentaren ruhig hinterlassen, dass ich das mitkriege. Dann, ja, das ist auch noch eine Idee und eine Möglichkeit, wie ich es vielleicht mal hinkriege, den ein oder anderen noch hier auf den Kanal zu locken. Und man muss ja so leider auch denken. So. Ich glaube, das sollte soweit passig sein. Was ist das hier? Weit? Aha, Lilly. Habe ich unseren Flowerback. Ne, den habe ich jetzt natürlich gar nicht mit dabei. Oh, so ein Klaus. So, da schmeißen wir doch mal die hier raus, weil die brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht. So. Ne? Dum-dum-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-da-da-da-da-da. So, das heißt, die setzt jetzt rum. Warum ich das jetzt gerade hier so mache, damit, ja, ihr wisst ja, freie Fläche, freie Bahn mit Marzipan, so sehen wir, wie wir schon unsere Koi durchgejagt haben. Dort, wo es nicht mehr grünt, da können wir weitermachen. Und jetzt lassen wir die nämlich mal so ein bisschen hier rumgehen. Daher jetzt mal in eine andere Richtung einschlagen. Wir wären jetzt auch ziemlich ans Lavabecken dran gekommen. Und wie gesagt, theoretisch würde ich so ganz gerne mal durch den Nether jagen. Ah, da müssen wir mal gucken. Mal gucken. Jetzt erstmal. Wieso höre ich hier ab und zu ein Werkzeug kaputt gehen? Das frage ich mich auch. Das fragt er sich und wundert sich nur. So, Rest vom Zaun auch noch gleich mitnehmen. Ich habe jetzt extra mal die Musik ausgemacht. Was ist das? Also von da hinten, das kann es ja nicht sein. What the fuck? Das habe ich schon
paar Mal gehört. Wenn ihr wisst, wo die Geräusche herkommen. Ist hier irgendwas Besonderes? Auf jeden Fall scheint eine Höhle unter uns zu sein. Also, ja. Das markiere ich mir mal. So, was zum Geier ist das? Ist hier irgendwas weltbewegend Besonderes unter uns, was ich unbedingt suchen müsste und ausbuddeln müsste? Könnte ich gerne machen. Aber das macht mich, ja, fertig, das Geräusch. Fertig macht mich das. So, na gut. Ja, wie gesagt, wenn ihr sowas wisst, schlagt das vor. Und was haltet ihr von der Idee, dass ich mal Bed Wars oder sowas mache, so PvP-Gedöns? Kann ich natürlich auch super live streamen wahrscheinlich, oder beziehungsweise müsste ich sogar gut machen können. Da will ich demnächst auch nochmal was ausprobieren, ob ich vielleicht von 480 sogar auf eine etwas komischere Auflösung hochgehe, bei gleicher Bitrate, ob das vielleicht besser aussieht. Das werde ich einfach mal testen, nämlich auf 540. Wie gesagt, sieht dann etwas krumm, krusselig aus. Bali brauche ich nicht so... Aber mal probieren, ne? Probieren. Alles für die Quali, alles austesten. Denn wenn es ein bisschen besser aussieht, wäre ja auch schick. Aber das macht mich fertig. Das machen wir nicht alle. Ah, und die Dinger haben sich ja doch wieder ausgesät. Was soll am Murks? Ich mag die Pflanzen teilweise nicht. Ey, was machst du da? Emma, geh runter von meiner Quarry. Ich glaub ja wohl. Da tanzt die Kuh auf dem Zaun. Hier, weg da mit dir. Weg mit dir. Ja, die freut sich, uns zu sehen. Das erinnert mich gerade an die Kühe, die vor kurzem bei uns oben auf der Wiese waren. Das waren so kleine Stalker-Kühe. Immer beim Apfelpflücken sind sie beim Vater hinterher marschiert. Und haben auch Äpfel, naja, nicht ganz apportiert, aber Äpfel wegwerf, Kuh hinter Apfel her. Sah sehr interessant aus. Hättest du mal aufnehmen sollen mit dem Camcorder, wäre bestimmt ein lustiges Video geworden. Vor allem, also ein Bekannter von uns, der hat da halt, den seine Wiese grenzt an unsere mit ran, in unser Grundstück. Wir haben gesagt, hey komm, brauchen wir das nicht mähen, pack deine paar Rinder mit drauf. Und ja, die konnten am komplett anderen Ende, das ist ein riesen Hügel, könnt ihr euch vorstellen. Okay, jetzt habe ich zwei weniger. Das heißt, ich kann jetzt meine ganze Schose noch um einen nach hinten legen. Okay. Machen wir das. Ja, klar. Wer denken kann, ne? Wer denken kann, ist klar im Vorteil. Und es sah auf jeden Fall super interessant aus, wenn er da hochgegangen ist zum Apfelpflücken, kurz über den Zaun rüber, weil die Bäume drin stehen in dem momentan eingezäunten. Die konnten am anderen Ende der kompletten eingezäunten... das ist eingezäunten Areal sein. Die sind losgelaufen und kamen sofort zu einem hin. Gut, als Landkind kennt man das. Und das ist schon sehr schön. Und nein, es sind natürlich keine lila Kühe. Sie sehen ganz bunt aus. Schwarz, weiß, braun. Schwarz-braun ist die Kuh. Und sie macht natürlich Mu. Aber super awesome. Seite kann ich euch echt sagen, dass es sehr lustig gewesen ist. So, meine liebe kleine Kuh. Also die Kuh, ne? Also diese Kuh. Diese Kuh. Da steht die schon wieder auf der Quarry drauf. Ich glaub's ja wohl. Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun, hä? Ja, guck uns auch noch mal so dumm an hier. Jetzt runter da. Weg. So, rein da. Scheiße, wir sind gefangen. Nein. So, stellen wir vor, die Kuh nein! Uns nachflieht. So. kurz Quarry. Quarry wieder hin und... Yay, und weiter geht's. Quarry Action! For the win, und wir freuen uns da natürlich super rüber. Das gibt wieder ordentlich Holz auf den Füller. Wir können aber übrigens mal wieder ein bisschen Holz mitnehmen, glaube ich, weil das hier läuft ja echt Porno. Zumindest zwei können wir mitnehmen. Mehr Porno will nicht. Oh, so, durch da, auf wieder in die andere Welt.
und die Pilzkin. Oh, ihr könnt auch mal Pilzkin mitnehmen. Den Twilight Forest können wir auch mal wieder besuchen. Oder, ah, es gibt so viel, was wir machen könnten. Manches Mal überlege ich mir, Herr, könntest ja mal das Projekt vielleicht langsam beenden und doch mal was Neues anfangen. Dann werde ich wahrscheinlich auch teilweise gehauen von euch, weil wir jetzt inzwischen so super viel haben. Ich hätte vielleicht nicht das Holz nehmen sollen, sondern... ah nee, das hatten wir sogar genommen. So, erstmal kurz den anderen... Kill! Wir müssen unbedingt das Schwert noch verstärken! Stirb du! Verdammte Rüstung. Ja, ein Rapier würde durch die Rüstung durchgehen. Dem ist so, dem weiß ich auch so. Trotzdem habe ich jetzt noch die. So manches Mal, wie gesagt, habe ich jetzt mein eigenes Modpack, wo ich herumgespielt habe, habe ich jetzt aber auch eine gewisse Zeit vernachlässigt. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel gerade dran gemacht. Weil ich ganz ehrlich die Woche keine Lust hatte. Ich habe da fast gar nichts gemacht. Auch nicht gezockt oder so. Ich habe mehr oder weniger ja wirklich vegetiert. Dazu ja noch so ein bisschen andere Sorgen im Hinterkopf, familiäre. Livestream im letzten, wie gesagt, wo ich mal wieder das Modpack hatte, ja, ein bisschen drüber gesprochen und philosophiert. So, den Reis nehmen wir mal raus. Das können wir mal rausnehmen. Yellow Dying. Lalalala. So, Pflanze. Pflanze, gut. So, Pflanze, gut. Pflanze hier, Beutel da rein. Reis hoch, alles gut. Alter, können wir den anderen Reis noch schnell mitnehmen. Falsch. Reich! Und ja, da hatte ich jetzt auch schon so ein bisschen Überlegung, vielleicht das machen. Manches war ja auch so Überlegung, machst du vielleicht diese Welt hier doch nicht mehr als Let's Play weiter, sondern anders. Es sind so viele Sachen, worüber die... Nichts! Die muss über uns sein. Wir hatten ja schon mal eine Wizard Cat, die ich dann... fangen wollte irgendwie, ne? Ach, naja, egal. Andere Thema. Das Google-Logo, das neue. Ich glaube, da muss ich doch mal so ein Gag-Video. Vielleicht kommen ja solche Sachen, so lustig angehauchte Sachen auch. Uah! Die muss ich auch mal weiterbauen irgendwann. Unsere... Ja, ne? Solche Videos kommen vielleicht ja auch ganz gut an. Müsste man mal auch philosophietechnisch testen. Wie das ankommen würde. Ja, das neue Google-Logo, das sieht... Inzwischen hat auch Google Plus endlich ein neues Logo. Das sehen also beide, ja. Wem es gefällt? Hochzeit. Heute ist Geburtstag. Nee, Hochzeit. Verdammt! Vor Freude ins Feld gesprungen. So ein Murks. Ah, sonst hüpft man auf den Feldern zigtausendmal rum, wenn man sie falsch gesetzt hat, ne? Und ja, passiert nichts. Aber dann, wenn man nicht will. Einmal ganz kurz, hops, und vorbei ist's. Ja, hab ich... What the... Okay. Na, ja, nehmen wir mal zwei Bambu. Ich keine Ho mehr? Das ist aber... Das holt mich jetzt aber um. So. Ja, sorry, der war ganz schlecht. Das holt mich um. Hallöchen. Ja, nimm mich durch. Hallo. So, Sprutte. Und die essen wir. So, ich wollte gerade mal nach der Hecke wieder gucken. Die Hecke muss höher. Und die muss los. 10. Ah. So, kurz. Die Ho hier. Boah, da ist sie. Verdammt. Na egal, jetzt haben wir zwei. Verdammt. Den Reis wollten wir hochbringen. Ja, den Reis wollten wir auch hochbringen, könnte man sagen. Und dann machen wir weiter, dass wir gucken, dass wir hier so ein bisschen weiterkommen mit unserem Accelerator. Egal. Können wir essen. Da, so eine brauchen wir noch. Eine noch. Dann ist die Hecke zumindest mal voll. Hallo? Da. Jawohl! Und dann muss er nur noch endlich mal voll wachsen. Oh Gott, Invasion der Chaos. Ich habe über die Kollegen gesprochen und jetzt invasieren sie uns hier. Ich hoffe mal, dass die hier mal richtig wachsen. Ah, so. Weiter geht's. Grow. Crystal Grove Accelerator. Den möchte ich ganz gerne, wie gesagt, mal haben. Beziehungsweise
Ich glaube, erstmal sollten wir vielleicht doch Richtung Inscribber gehen, dass wir den jetzt endlich mal haben. Inscribber. Weil dafür haben wir jetzt alles. 5 Eisen noch und dann ist es gut. Ja, komm. Wir behalten das mal kurz dabei. Wir müssen wahrscheinlich eben bald wieder Essen holen. Oh, doch noch nicht. Wir haben noch genug. Na, geil. So, Eisen. 5 Eisen. Ah! Dieses Umgewöhnen! Das macht mich fertig! Das macht mich fertig, macht mich das. So, verdammt, wir wollten. So, vor wann wollten wir Glas Glas holen? Vor einer halben Stunde? So, irgendwie? Schön. Nein, so viel wollten wir dann doch nicht. Können wir aber eigentlich auch machen. Ich glaube, das wird mich verfolgen. Da werde ich jetzt ganz lange verpeilt sein. Völlig verpeilt sein. Ja, wie gesagt, Kanalausrichtung ein bisschen abändern. Es ist halt schade, dass die normalen Let's Play-Projekte so richtig schlecht laufen. Selbst hier BioStackback relativ gering. Wenn man Abozahlen damit vergleicht, geringfügig genommen wird. Es ist schon schade, schade. So, jetzt können wir den erstmal bauen. Jawohl, können wir bauen. Haben wir alle. So, jetzt erstmal den da. Zack. So, das hoch und das hoch. Und das da hoch. Sollte ja auch mit dem gehen. Yay! Und wir haben den Inscribber. So, den Inscribber packen wir hier mal gleich daneben. Deswegen bräuchten wir wahrscheinlich hiervon immer so ein, zwei mehr, dass wir das hier noch so ein bisschen umwursteln können. So. Alles klar, den haben wir. Und jetzt können wir. Was brauchen wir denn? Plight Energetics. Eine Plage Energetics. Den wollen wir haben, den ME-Controller. Dafür brauchen wir Skystone-Blöcke. Gut, dass wir etwas Skystone haben. 4 Stück müssen wir dann noch durch den Ofen schmeißen. So, so, so. Haben wir hier oben ein bisschen was. Holen wir mal 4 Skystones. Dann haben wir den zumindest da so mal. Den Controller. So, Skystone, Skydemonstone. Hä? Skystones? Das sieht danach aus. Skystones. So, hier muss ich mich ducken. 4 Stück. Ah, schön. Wie gesagt, ein Klei, alles für das ME-System, damit wir das endlich haben und niemand mehr sagen kann, du hast das ja immer noch nicht. Und wehe, ne? Wehe, das kommt dann immer noch. Oh, geil, Dark Steel. Dark Steel ist immer schön. Und Dark Steel weg. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich will auch überlegen, ob ich diese Folgen jetzt vielleicht generell etwas länger mache. So 20 Minuten, meistens sind es ja eh über 20 Minuten. Dass ich das vielleicht auch beibehalten werde. Da bin ich jetzt gerade halt im Überlegen. So, die 4 Skystones sind in der Mache. Komm, das funktioniert doch 100% auch hiermit. Verdammt nicht! Nein! So, das heißt, wir müssen die herstellen. Und dafür brauchen wir ein Flux-Seed von Fluix Dust and Sand. Into Puddle of Water to make the process faster. Crystal Grow. Genau, da brauchen wir dann ein Fluix-Seed. Ein Fluix. Pur Fluix-Kristalle. So, mal kurz Dichter rausgenommen. Fluix Crystal, nee, das ist das Falsche. Fluix Seed, Fluix Seed. Das sind die Quarze. What? Was ist mal Fluix Seed? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das kennt man auch. Von mir nicht anders. Hallo? Fluix Crystal, Pur Certus Quartz. Die müsst ihr dort vielleicht dann auch mal züchten. Drop a Fluix Seed, made from Fluix Dust and Sand. So. Fluix Dust. Doch richtig gewesen. Mann!
und Sand. Sand. Zack, zack. Nehmen wir gleich mal zwei Stück raus. Und kurz mal 1, 2. Dann haben wir die. Und das Problem ist, das muss jetzt dann Ewigkeiten wachsen. Und da brauchen wir dann den Growth Accelerator für. Dann müssen wir mal gucken, wo wir das hinsemmeln. Das ist hier alles noch. Wir brauchen auf jeden Fall Kabel. Ich weiß gar nicht, können wir unsere Kabel, diese Kabel können die gecovert werden. Also können wir da eine Coverband draus machen. Und sieht ja vielleicht gleich mal ein bisschen unschicklich aus, aber die vier müssen wir auf jeden Fall zum Wachsen kriegen. Das heißt, dann wissen wir, was wir als nächstes brauchen. Die Growth-Kammer, wo wir das da brauchen. So, wo wir jetzt hier gerade am Glas machen waren. Die haben wir auch schon mal. Lalala, so kurz Glas hoch. Zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. Voll daneben. So ist richtig. Nehmen wir erstmal. Ja, komm, wer weiß, wie viel wir davon noch brauchen. Das soll mir dann erstmal reichen. So, dann brauchen wir das da. Und dafür brauchen wir das da und das ist das da. Sit. Und sit. 18 Stück. Gut. Gute. So, da müssen wir jetzt das da machen. Oder mit einem Eimer Wasser. Wäre, glaube ich, das günstigere, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Halt. Das da. Mit einem Eimer mit einem Water Bucket. Bucket vor allem. Mit einem Water Bucket. Water Bucket ist das billigere. Ah, ne, das ist Fluix und. Okay. Ne, wir brauchen das. Das Rezept ist schon korrekt. So, dann brauchen wir kurz die da und die da. So, 8 Stück. Mehr mache ich mal noch nicht. So, dann die hoch. Das da hoch und dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4. Dann noch das da. Eieieiei. Das wird teuer, sage ich euch. Teuer. Aber jetzt haben wir ihn zumindest, den Growth Accelerator. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie der überhaupt funktioniert. Die machen es jetzt mal ganz primitiv und hässlich hier. Wir brauchen mehr Kabel. Wo ist meine Kabel? Kabel, gobbel. 1, 2, 3. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur so, damit hier primitiv erstmal überhaupt was läuft. Und ich glaube, das. Ja, nee, so ist falsch. Und das müssen wir mit der Pickaxe abbauen. Gut. Das ist etwas verkehrt. Wir bräuchten jetzt. Oh Gott, das wird jetzt doch. Wo mache ich denn das mal hin? Ey, Karamba. Ich kann doch jetzt hier nicht noch ein. Doch, könnten schon. Ich weiß, das wird jetzt richtig scheiße alles hier aussehen. Erstmal, aber das soll jetzt erstmal, wie gesagt, dass es hier irgendwie klappt sein. So, Wassereimer. Lunchbox wieder runter, das dahin. Komm da nicht hoch. Jump'n'Run Skills, ja. Yeah. War nix. Nein. Hopp. So. So, haben wir den da. Und dann haben wir hier unsere 4 Seeds. Die ich so nicht reinschmeißen kann. Schön. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Eimer Wasser. Hey, das ist wie gesagt, das war primitiv, bevor wir da mal. Da müssen wir einen extra Raum für anlegen. Dass das alles schön läuft und vernünftig gebaut wird. Da. Ups. Da. Da-da-dam. So. Dann wollen wir mal schauen. Im Übrigen, ich habe hier mal die Schrift ein bisschen rübergesetzt, dass das wieder richtig aussieht. Nicht wundern, warum das auf einmal wieder richtig aussieht. Es ist einfach so. So, zack, Wasser.
unseren Eimer nach dort, die Seeds runter und zack, 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 zack. Ich hoffe, dass das so richtig ist. Dass das, oder nicht, dass der jetzt da direkt dran sein muss. Könnten wir aber theoretisch auch machen. Ja, es scheint richtig zu sein. Ich glaube nämlich eher, dass das da unter müsste. Oder daneben zumindest. Daneben können wir es aber aussetzen, sehe ich gerade. Das ist natürlich gar kein Problemchen. Da kann man das hier doch nochmal so ein kleines bisschen umsetzen. Ich glaube, die Kabel gehen kaputt. Nein. Ah. So, dann können wir hier da wieder Wasser rausnehmen. Nein, nicht die Seeds. Die kommen gleich erst. Heieiei. Ich hoffe, der arbeitet. Er sieht irgendwie aus, als wenn er was tut. Und wir werden es wahrscheinlich hier dran sehen. Ich kann ja mal so gucken. 1%. Eieiei, das wird dauern. Ja, da das gut dauern wird, wären wir, glaube ich, mit erstmal ME durch fürs Erste. Und können uns erstmal wieder um andere Sachen kümmern. Gut, den Inscriber haben wir ja theoretisch, praktisch, da, Controller, wie gesagt, die brauchen wir, aber wir könnten das hier schon mal bauen und da brauchen wir das da. Okay, wir brauchen... Ah, da können wir noch eine rausmachen. Die Presse auf dem Block macht eine zweite Presse, höhere Performance. Das heißt, wir brauchen den Diamant und die Presse. So, und alles, was jetzt irgendwie mit AE gerade zu tun hat, das schmeiße ich hier mal rein. Wir brauchen das da und einen Diamanten. Hello, Diamonds. Diamonds are my Okamis beste Frente gerade. Und sie gehen uns leider auch zur Neige. Gucken, Diamantenohr. Diamondsohr. Jo, das müssen wir dann. Das werde ich mit der Glückpick. Das werde ich nicht durch eine Dingsbums jagen, das mache ich echt mit der Glückspickaxe. So, das haben wir. Den. Okay, dann können wir den mal schon mal bauen. So, Presse. Hallo? Das war doch gerade richtig, oder nicht? Hä? Moment. Inscriber, nein. Presse, die da, da, da. Das da suchen wir, dann brauchen wir das dafür. Ups, falsch. Gut, dass das nicht geht. Wäre vielleicht ein Diamant zu teuer. Ah, das ist auch eine falsche, oder? Das ist die Logic Press. Engineering Press. Und für die Engineering Press brauchen wir eine Engineering Press? Wie viele Pressen gibt's denn? Calculation Press? Engineering Press. Ach du grüne Neune, das wäre jetzt natürlich nun gut. Wenn wir mehr davon brauchen. Uno Momento. Falsche Kiste, die. Silicon. Verdammt, wir haben gar nicht die richtige Presse, meine lieben Freunde der Nacht. Ja, das heißt, wir müssen auf Kometenjagd gehen. Meteoriten. Oder irgendwie. Supi. Das freut uns. Dann können die da hinten wachsen und wir haben erstmal wieder was anderes zu tun. Ich schmeiß die beiden hier mit rein, weil es theoretisch da ist. Bäh. Mäh. Nein, da will ich reingucken. Mensch. So. Ja, dann müssen wir Kometen jagen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Und ich sage vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bringe jetzt auch kurz den Reis hoch. Wie gesagt, schön durchgucken. Immer schön Folgen bis zu Ende gucken nach Möglichkeit. So, ja. Und natürlich dann... auch weiterempfehlen, wirklich, wirklich weiterempfehlen, denn das ist immer noch das Wichtigste und das würde mir so megamäßig helfen. Also, tun! Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!